Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute, ja, werden wir hier die beiden Sachen abschließen und wir werden einfach mal eine ganz entspannte, ruhige Fahrt machen. Wir fahren einfach nochmal auf der Astra Promenade auf der Linie, einfach um sie nochmal wieder zu fahren. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Immer noch so weit rausgezoomt. Ja, wir machen mal ein kurzes Ding raus. Nehmen einfach mal uns ist doch kein Gelenkbus, obwohl wir die ganze Zeit immer mit Gelenkbussen gefahren sind. Wir fangen jetzt wieder mit dem MAN Line City A37. Und das Ganze halt in der Rundfahrt, genau. Nicht in der Rundfahrt, sondern einfach stinknormal, ohne irgendwas, ohne jegliche andere Sachen. Um dann das Ganze hier abzuschließen. Um eine weitere Mission zu bekommen, die wir in der nächsten Woche starten können. Also ich gehe mal davon aus, wir bekommen noch eine weitere Mission. Irgendwie bin ich gefühlt. Das macht das schon wieder ein bisschen besser. Dann machen wir das Licht für uns aus für die Fahrgäste an, lösen die Parkbremse, Gang ist ja schon drin. Tempomat ist an und dann können wir eben zur Astra Promenade fahren. Auf. Steigen drei Leute ein. Na klar. Hier, bitte. Dann können wir eigentlich schon direkt wieder weiter. Gut. Nicht aus Versehen wieder das Ganze verkackt und die Tür wieder gesperrt. Dann war es in seinem Forschungszentrum. Sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Auch schön, wie viel hier im Business Park, wie hier so viele Skulpturen rumstehen. Echt, an jeder Ecke, so alle 50 Meter, also 150 Meter, oh, 50 Meter. Alle 500 Meter ist hier eine Skulptur, das ist schon. Da wird hier ordentlich rumgeklotzt hier, ne? Alle drei wollen raus. Tschüss. Tschüss. Na klar, hier. Was? Hier ist die Fahrkarte. Hier. Warte, wieder ein Ticket. Dann geht's zur Nordspeiche. Übrigens, wir mal für so eine kleine Tour entschieden, einfach weil wir hier schon Ewigkeiten nicht mehr im Business Park waren, also wirklich nur im Business Park. Und das trifft sich gerade ganz gut, weil aufgrund der Sonneneinstrahlung. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Danke, dass Sie so pünktlich sind. Wenig Schlaf aufgrund des Wetters heute. Kann ich bitte eine Fahrt? Dachte ich mir, okay. Hier, bitte. Machen wir hier mal was Kleines raus. Was? Keine Tour, ist ja auch nicht verkehrt. Hier. Wir hatten ja schon eine etwas längere Tour heute vorher. Von daher kann man auch mal was kurz einschieben. Danke. Südspeiche. Nächster Halt, das ist meine Südspeiche.
Dann laufe ich auch noch so dämlich hinter dem Bus hinterher, ey. Das, boah. Ich freue mich schon auf den neuen Teil, ne? Das ist eher ein bisschen anders als die KI beim Laufen. Da muss man etwas so spezifizieren. Oh, das. Kannst du nicht mal entscheiden, ob du das Spiel starten willst oder nicht? Immer zwei Benachrichtigungen, alle 60 Sekunden hier. Wenn irgendjemand wieder ein Spiel startet. Danke. Und das sogar zwei sind, die dafür gezählt werden. Nächster Halt, Stockerplatz. Stockerplatz, okay. Da wird es schon so lange nicht mehr lang gefahren. Ich konnte mich zum einen nicht mal hier an diese Strebe erinnern, an den Übergang zwischen den beiden, an die Connection zwischen den beiden Gebäuden und auch nicht mal an den Stockerplatz. Also hier waren wir ja schon sowas von Ewigkeiten, nicht? Es war schon wieder schön, hier mal wieder rumzufahren. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Nächster Halt, Stockerplatz. Und aber echt wieder aussteigen und da schaltet er das Spiel wieder von vorne. Ich glaube, ich weiß zumindest schon mal wenig von meiner Friendlist da mal hier. Bei Steam entfernen, weil mich das schon echt. Und ich mache das jetzt gleich direkt danach. Er hat es schon. Er hat es schon wieder getan. Warum? Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgebracht. Warum? Wir sind jetzt seit 6 Minuten dabei. Er hat das Spiel 10-mal geschadet. Und das war keine Abschürze. Das war ein gezielter Start. Am Anfang war es ein anderes Game. Da war es eine andere Software. Dann war es wieder ein anderer Launcher, den er mit Steam verknüpft hat. Man hört halt laute Musik, wir sind jetzt ja am Endhaltpunkt, das ist mir doch Latte. Endstation, bitte alle aussteigen. Kann von mir aus die Musik auch noch lauter machen. Alle draußen, wunderbar. Da war nochmal eben zur Busgarage und dann sollten wir auch diese Mission hier wieder abgeschlossen haben. Und dementsprechend eine neue bekommen. Bin mal gespannt, welche es denn sein wird. Ob wir noch eine bekommen oder nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Missionen es insgesamt zum einen gibt, was die letzte Mission ist vom Hauptgame, da ich ja nicht die Erweiterung habe. Die Erweiterung wird ja dann im neuen Teil mit dabei sein. Da es schon angekündigt wurde, dass die Map Expansion im Bus-Simulator 21 integriert ist von Seaside Valley, dachte ich mir, okay, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr hier bei Bus-Simulator 18 das macht so die Map Expansion mehr zu kaufen, wenn das schon im neuen Teil sowieso dabei sein wird. Wunderbar. Hervorragend. Ausgezeichnete Arbeit. Ich habe noch nie so viele Leute an der Flusspromenade spazieren gesehen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um sich um das Nachtleben der Stadt zu kümmern. Das alte Sägewerk hat sich zu einer populären Event-Location entwickelt. Wir würden gerne diese Beliebtheit nutzen, um das Nachtleben der Stadt zu verbessern. Eine Route, die das alte Sägewerk mit dem ZOB, dem Hauptbahnhof und einigen Stationen am Ring verbindet, klingt nach einem guten Anfang.
Oh, bitte stelle auch sicher, dass die Leute mit dem Bus von einer Location zur anderen und auch nach Hause kommen können. Alles klar, ich verstehe. Okay, wir haben einen Decal bekommen. Ach du Heiliger. Oh, what? Der Grind, der Mega-Grind geht weiter. Boah, holy. Puh, holy shit. Wir bekommen hierfür einen Decal, eine Farbe und eine Folie. Lasst uns mal gucken. Eine Folie. Folie ist keine Werbung jetzt in dem Fall, ne? So, was ist es damit dann das gemeint? Das würde ja heißen, wir sind gerade bei Mission 12, wenn ich das richtig verstehe. Genau, Mission 12. Also wenn es wirklich alle Missionen sind, die beim Hauptgame sind, dann sind wir gerade mal bei der Hälfte der Mission. Das kann doch... Okay. Ja, dann werden wir in der nächsten Woche anfangen mit der Mission Nachtleben. Mal schauen, ich weiß nicht, ob ich... Vielleicht erhöhe ich auch die Rate, dass es dann... 3 Bus-Simulator, 18 Videos am Mittwoch und am Freitag gibt jeweils. Also wir dann quasi 6 Videos machen, damit wir einfach hier schneller vorankommen. Ich glaube, es ist zumindest eine Idee, um zumindest wirklich vor dem neuen Teil fertig zu werden. Aber da werde ich mir nochmal Gedanken machen, bis zum spätestens Dienstag. An dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.